verflixten Das ist verflixte Klicks, die freche Klicks, schade, schrate Show. Mit Lars-Erik Pausen, ich liebe seinen Flow. Verflixten Klicks. Represent. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Verflixte Klicks. Mit Lars Pausen und Florentin Will. Verflixte Klicks. Wieder Allergiesaison, es tut mir leid. Oh, ich bin heute völlig neben der Spur, völlige Allergiesaison. Auf was reagierst du denn gerade? Boah, wirklich alles, überall die Knospen. Nee, Knospen? Die scheiß Knospen. Ich habe keine Knospe gesehen. Nee, dieses ganze Salz von den Schneeräumarbeiten. Es fällt gar kein Schnee. Das zieht's mir direkt in die Nase rein. Das, ich weiß nicht, wie du es kennst, aber ich gehe aus der Haustür, hab das alles drin, wirklich. Nee, dieses Plastik Streusalz direkt in die Nase rein, ne? Bam, so einer ist der geworden, weißt du, Florentin Will, ne? So einer, das Showbusiness hat dich dazu gemacht, Florentin. Das Showbusiness hat dich zu genau diesem Monster. Guck dich mal an. Hier. Da ist ein Vorschau-Monitor, da siehst du genau, wie du gerade aussiehst. Guck dich an, los, huh? Gefällt dir das? Ist es das, was du wolltest vor einigen Jahren? Ist es das, was du wolltest? Ist das das Team, von dem du dachtest, dass es Bestand hält? Für, sagen wir mal, 8 Jahre circa? 9 Jahre? 10 Jahre? Dachtest du damals, die nächsten 10 Jahre werde ich mit dem zusammenarbeiten? Hast du das damals gedacht? Und wenn ja, also sagen wir mal einfach so, ne? Ich reise jetzt ganz kurz zu dem Florentin Will von damals zurück und sage ihm, hey Florentin, du wirst übrigens die nächsten 10 Jahre mit Lars-Erik Pausen eine Show machen. Entschuldigung. Sorry, ich bin allergisch, es tut mir leid. Ich bin... Hat mich das aus der Bahn jetzt weiß geballert, ich, wogegen ich allergisch bin. Ich bin allergisch gegen Kronen. Oh, was ist das auf meinem Köpflein? Oh, ja, in der Tat. Da haben sich nämlich über die Jahre ein paar Kronen angesammelt. Richtig. Denn ich bin weiterhin auf dem Sauseweg an dir vorbei. Dann komm mir nicht zu nahe, denn ich habe auch einiges an Kronen aufzuwarten hier in meinem Kleiderschrank. Wenn da mal ein Blitz einschlägt, mir ist ja schon klar, was passiert, wenn in deinen Kronenturm eines Tages ein Blitz einschlägt. Ja, und das ist nämlich genau die richtige Analyse. In meinen wird er zuerst einschlagen, denn Blitze wollen immer Sieger. Blitze wollen immer Sieger treffen. Das ist die Regel, die Newton damals schon aufgestellt hat. Was ist eigentlich verflixte Klicks? Das fragen wir uns schon seit eh und je. Und dann hat uns jemand ein Video geschickt und hat es uns erklärt. Versteh's nicht. Was ist verflixte Klicks? Florentin und Lars schauen YouTube-Videos, raten die Klickzahlen. Amazing! Schauen was an? Was schauen sie an? Die Klickzahlen. Guck mal hier, das ist das Protokoll. Das war jetzt hier Erklärvideo. Wir haben vorhin Quatsch machen am Anfang vor dem Intro. Das heißt Cold Open. Quatsch machen. Da steht jetzt hier in dem Fall, dass wir irgendwie singen sollen. Das hätten wir aber auch anders machen können. Yeah. Dann kommt das Intro. Und dann haben wir ja gestartet, ne, mit Erklär mal. Nee, davor haben wir noch ein bisschen rumgealbert, geblödelt und dann hier, und dann hier Punkt 3, Florentin gewinnt die Folge, gewinnt die Krone. Da noch nicht, dann nicht. Also das kommt erst später. Okay, sorry. Ja, das erste Video ist Undercover-Video, ne? Siehst du? Und dann sollen wir später so tun, was beim allerersten Video. Sag das doch hier nicht on camera. Hey, ja, Leute, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir schauen in die allererste Folge rein. Denn natürlich, wir alle wissen, wir kommen nicht durchs gute Jahr ohne unsere Beißerchen. Deswegen schauen wir heute mal rein, wie ihr eure Zähne frisch und sauber halten könnt mit der Pearl Dental Clinic. The toothbrushing is fun. Oh, ich passe sehr gut auf. It helps fight the bad guys. Like sticky plaque. There are a lot of videos, games and apps online. Sie hat schöne Zähne, das kann man nicht kritisieren. Try letting your child pick out his own toothbrush and toothpaste. Oh, das erinnert mich an die Anfangszeit Masterclass Florentin, wo ich Florentin beigebracht habe, Zähne zu putzen. Also jeden Abend stand ich da, nee, du musst so und dann aber geschrien, da kommt einmal noch ein für Papa. Da habe ich ihm irgendwann diese SpongeBob Dinger auch gekauft und habe gesagt, ja gut, damit mache ich meinen Mund gerne auf. Und dann ging das langsam. Ich brauche das ein bisschen. Ich hatte ja früher immer eine elektrische Zahnbürste, bis die Batterie ausgegangen ist. Und dann habe ich es einfach so weitergeputzt, ohne Batterie. War auch schwer, meinem Zahnarzt zu erklären. So, nutzen Sie eine elektrische Zahnbürste? Ja. Aber nicht elektrisch, sondern ich putze damit normal. Aber die sind doch meist viel kleiner, die Köpfe. Und dann verletzt man sich doch damit. Ja, korrekt. Absolut. Also, aber du hast es mir, glaube ich, gesagt. Ne? Gute Zahnärzte sagen, selbst die weichste Zahnbürste ist noch zu hart. Nee, das habe ich dir nicht gesagt. Warst es nicht du? Ich mache mittlerweile nur noch
so eine Holzplättchen. Ich habe so eine Packung Holzplättchen. Und da mache ich nur noch so eine kleine, so einen Strich Schlagsahne drauf aus der Dose. Mhm. Ein Strich Schlagsahne, die ist ganz zart zu den Zähnen. So ganz, nee, ganz weich. Ja, die aber ist ganz weich. Und dann kannst du, nee, da wird das Zahnfleisch nicht irritiert. Dann kannst du ganz zart. Im Holzspann? Ganz zart. Na, Holzspann, ja, Holzspann berührt mein Zahnfleisch nicht, sondern nur ein bisschen Schlagsahne drauf. Und mit der Schlagsahne dann ganz, ganz zart. Ganz zart. Weil kannst du das nachvollziehen? Ich habe ja so Styropor und so mag ich ja nicht. Da fange ich ja an zu zittern. Aber was ich auch schlimm finde, ist mit einer Holzgabel Salat essen. Oh, nee, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Mhm. Mhm. Oder generell mit einer Mach mal weiter. Das ist eine Mundfolge heute. Wenn wir kurz in Lars' Mund schalten. Lars hat extra gestern eine Kamera gegessen. Ja. Oh Gott, um Gottes Willen. Also schrecklich, grässlich. Wir haben ein schönes Mundinneres. Das haben wir schon viele Dates gesagt. Moment, das ist zu wenig? Oh, Moment mal, das ist zu wenig? Ein Reiskorn wäre zu wenig? Was ist? Ach, Pi, eine Erbse. Es kommt auf die Zahnpaste an. For children younger than three, use a child-sized toothbrush and just a small kennst du das aber für Kinder unter drei Reis? Achso. Ab drei Erbse unter drei Reis. Okay, merke ich mir. Use a pea-sized amount of toothpaste. To begin, dass man manchmal gently move the brush back and forth. Dass man sich manchmal für Dinge auslacht, eine Zeit. Also mir ist zum Beispiel so gewesen, dass ich als Kind immer Zahnpasta gesagt habe und dann irgendwann habe ich mich dafür ausgelacht, dass ich Zahnpasta gesagt habe, yeah. Weil ich dachte, das heißt Zahnpaste und habe mich so 10 Jahre lang über mich lustig gemacht, dass ich immer dachte, Pasta. Und irgendwann, weil man traut sich dann auch nicht zu googeln, weil man sich zu cool dafür ist, weil jetzt habe ich als Kind habe ich Pasta gesagt. Und jetzt glaube ich erst letztes Jahr, vor ein paar Jahren habe ich dann gesehen, das heißt ja schon Zahnpasta. Es ist ein ganz merkwürdiges Wort, Pasta. Aber ich mag auch, dass du dich selbst mobbst, dass du wirklich der Einzige bist, der dich selber auf dem Schulhof rumschubst und sagt, wer sagt Pasta, wer sagt Pasta? Aber sowas habe ich ganz oft. Es ist ein ganz merkwürdiges Wort, Zahnpasta. Ich habe noch ein Beispiel, damit gehe ich jetzt an die Öffentlichkeit. Hoho, exklusiv, Breaking News, Lars-Erik Pausen. Seine tiefsten Geheimnisse. Gestern oder vorgestern, literally, wirklich erst, gestern oder vorgestern, habe ich das erst rausgefunden. Das ist Pasta und Pasta heißt? Neues. Neue Sache, die ist wirklich Premiere. Okay. Ich bin mir immer nicht hundertprozentig sicher. Ich habe irgendwann mal als Kind einfach angenommen oder gelernt, dass wenn du deine Schnürsenkel zugebunden hast und sie aufmachen möchtest, ne? Ja. Dann ziehst du ja am kürzeren Ende. Also es gibt ja dann zwei Schnüre. Ja. Eines ist ein bisschen kürzer, eines ein bisschen länger. Okay. Und ich habe mir antrainiert und habe gesagt, du musst an dem kurzen ziehen, sonst kriegst du einen Knoten rein. Mhm. Und irgendwann habe ich mal so zwischendurch, hat jemand gesagt, nee, mache ich nicht so. Und dachte ich, ja, das kann nicht sein. Hab's nicht gegoogelt, weil es mir zu peinlich war. Und habe ich letztens, also in einem stillen Moment saß ich zu Hause, hab gedacht, jetzt mache ich mal die Schnürsenkel auf. Schnitt, Schuh, Lars. Schuh, Lars. Und dann habe ich so den langen angeguckt und den kurzen. An den langen, er hat dann mal am langen gezogen. Und der Schnürsenkel ging ganz normal auf. Und jetzt sag's mir, ist es so? Kann man das sagen? Ich weiß nicht, dass du so nicht Englisch in den Teufel gehst, sondern langer Schnürsenkel, kurzer Schnürsenkel in den Schuhen hast. Du, zieh mich. Nein, das darfst du nicht tun. Wir haben doch immer nur am kleinen ziehen. Na los, zieh an mir. Und dann du so, das funktioniert. Und ich hab danach, ich hab danach mich nicht getraut, das zu googeln. Deswegen frage ich dich jetzt wirklich. Du bist jetzt meine Studie. Kann man das einfach? Du achtest nicht drauf. Ich kenne die Regel nicht, mir ist es völlig egal. Also passiert dir nicht. Also in der Regel, sage ich mal, ich mach die Schnürsenkel nicht auf. Ich streif die Schuhe ab und wenn ich sie wieder anziehe, mache ich sie auf und dann direkt wieder zu. Okay, und du machst sie auf, indem du einfach indem ich wild dran ziehe. Also hast du ungefähr 50% deines Lebens Probleme? 50%, ich habe noch nie, also kann manchmal ein bisschen Knoten. Passiert das? Ich gibt's eine Korrelation darauf, habe ich noch nie geachtet. Ich mag aber auch, dass du privat mit Leuten redest und das Thema auf welche, sag mal, schön, dass ihr vorbeikommt, Hannelore und Richard, zu unserem Dinner. Liebt die beiden. Eine kurze Frage. Wenn ihr eure Schuhe aufmacht, zieht ihr am kurzen oder am langen? Schatz, wir haben doch gesagt, dass wir nicht über sowas reden. Doch, nee, ich dachte, das sind unsere Freunde, nein, Henriette also, und Richard. Wenn dann würde ich es so offensiv nicht ansprechen, was mir ja peinlich ist, dann sage ich, ich habe mir heute Morgen wieder am langen das aufgezogen und es ging gut, ne? Das ist normal, oder? Es ist am langen. Henriette, wir gehen.
Wir gehen. Das kann nicht sein. Nee, wirklich. Wir essen nicht mit jemandem, der am langen Schnürsitz zieht. Stimmt auch nicht. Nein. Das war ein Scherz. Ich hab am kurzen gezogen. Ach so. Ich bin nicht, wirklich. Ah, der Lars wieder. So, ich hab mir überlegt, ob ich den Scherz bringen soll. Aber wusste ich. Nee, war ein guter. Hast du uns erwischt. Nochmal Glück gehabt. Heute kann ich das nicht vor der Kamera testen, weil ich einen Doppelknoten drin hab. Letztes Mal live, die große Lars Knoten. Können wir das nicht mal testen? Ist das der nächste Sidekick? Lange Schnur, kurze Schnur. Hallo Leute! Ey, wenn ihr mir hier so zwei Schnürsenkel runterbaumeln lasst, bin ich dabei. Ich mag aber den langen lieber, denn hey, ja, so halb im Dreck hängt, so, zieh mir. Ich hab mich doch auch mal mit mir. Ich hab mich Warum verschmähst du mich immer? Ey, Langer. Jeden Tag. Langer. Immer nur ziehst du am Kurzen. Willst du auch mal mit einem langen bisschen Spaß. Langer, ich habe dich exakt 25 Jahre meines Lebens ignoriert, weil ich dachte, du bist gefährlich, aber jetzt habe ich gemerkt, so gefährlich bist du gar nicht, Langer. Was hast denn du noch so drauf? Langer. Langer Schnürsenkel. Ich bin halt ein bisschen durch den Dreck gezogen. Das fühlt sich so gefährlich und falsch an. Ich kann dir Stellen zeigen, die kriegst du noch. Mach keinen Knoten. Zieh an mir. 30% unserer Sachen enden ab, damit das einer erwirkt wird. Nee, ist aber ganz diese Zahnpasta. Ein merkwürdiges Wort, aber so. Was? Was? Wie geht das denn? Moment mal, so putzt man. Nee? Ja, doch. Nee. Ja, klar, oder? So halt. Nee, Moment, du liegst am Boden und von da lag keiner. Eigentlich müssten wir jetzt auch wieder die Geschichte mit diesem Massenmörder aus Brasilien erzählen. Gut. 2 Minuten? Das war doch mal 1 Minute. 1 Minute? Ich habe immer dachte, die Regel war immer 1. Nein, ich habe immer 3 Minuten gemacht und war irgendwann entsetzt. Wie, es waren 2 Minuten? Dann sind mir ja insgesamt irgendwie 3 Tage meines Lebens verschollen gegangen. 3 Tage meines Lebens stand ich nur 1 Minute länger da, als man müsste. Ist das ein gutes Video? Ich meine, das kann man natürlich seinen Kindern mal zeigen. Oder klar, viele Eltern sind besorgt. Das ist ein Klicker. Ich sag 11.800. Ja, ich hätte das auch geglaubt, aber diese ganze Qualität des Videos gefällt mir nicht so 100%. Das ist für mich eher so ein BuzzFeed-Klon. Nee, es ist ja ein Werbevideo, einfach Pearl Dental Clinic. Du bist völlig daneben leider mit deiner Schätzung. Wir sind bei 1.900 Klicks. Was ist los? Manchmal kommt noch dieser alte Medien-Lars durch. Das genieße ich am meisten. Es ist ja im Grunde nur ein BuzzFeed-Klon. Ne? Ja. Weißt du was, gibt's eigentlich... Florentin, ich meine, gibt's eigentlich auch irgendwas, auch was du an sagen. Mir magst, wo du dich nicht drüber lustig machst? So habe ich dich ja kennen und lieben gelernt als Medien-Lars, die da sitzen und sagst mal, naja, aber Top-10-Listen funktionieren doch gar nicht mehr, oder? Nein, du hast mich nicht lieben gelernt. Mein Buzzfeed ist doch tot. Du hast mich lieben gelernt, wie andere Frauentausch gucken. So hast du... Von deiner schlechtesten Seite, meinst du? Nein, du fandst es spannend an mir, dass du dich so drüber lustig machen kannst. Über meine Nein, das stimmt überhaupt nicht. So. Ich war doch genauso damals. Ich habe doch auch drüber nachgedacht, was ist das nächste Buzzfeed? Wie können wir beide das nächste Buzzfeed auf die Beine stellen? Ja, das ist hier. Das ist unser Beitrag, der am nächsten kommt. Verflixte Klicks ist ein Buzzfeed-Klon, oder? Ja. Im Grunde, an was kann man es nicht wir sagen. Wir produzieren Viral Hits im Tonband. Nee, im Fließband. So, 1.900 gegen 11.800. Einer von uns liegt Habt richtig. Ihr schon Bappi auf allen Plattformen gehört? Es gibt Spotify, Music, Apple, Music, Amazon. Bappi ist für mich nur ein Buzzfeed-Klon. Das ist für mich... Die Idee ist nicht neu. Auflösungen. 3, Bappi 2, Feed. Wie wär's 1. mit Bappi-Feed? Let's go. 34 auf. Putzt denn niemand mehr seine Zähne heutzutage? Auf jeden Fall nicht bei Pearl Clinic. Class of 94, it is the class of 49, What? 22 okay. Shepherd's Road. Oi! Ah, Oldtimer. Herzlich willkommen zu Erdbeben-TV. Heute sind wir in Wales unterwegs und schauen meinem Onkel dabei zu, wie er mit seinem... Man denkt erst, das ist natürlich ein geiler Kniff. Man denkt erst, es geht um die Person. Dann denkt man, es geht um den Traktor. Dann kommt das Schiff. An dem Boot und hängt nochmal eine riesige Burg dran. Ganz genau. Und was ist da drin? Yes, Alter. Es ist flüssig. Es ist glitschig. Es ist ein Bandwurm. Das Einzige, glaube ich, was mir Verflixte Klicks beigebracht hat, ist, wie geil doch Traktoren sind am Ende. Wie gerne ich doch auch einen Traktor hätte, oder? Ja? Traktor?
Soll ich dir mal irgendwie zum... Ey, wenn wir doch nur so reich wären wie... Wenn wir so reich wären wie so Logan Paul und Paul Logan, wie heißt... So, dann würde ich dir mal irgendwie so als Gang-Prank-Video, dann mache ich ein Video davon, wie ich dir so einen Traktor vor das Haus stelle und sag, das ist jetzt deiner. Und dann sagst du, wow, shit, und gehst drauf und fährst so mit und machst dann irgendwie noch so einen Prank oder so. Aber was ist der Prank daran? Ja, das funktioniert nicht, der Traktor. Ich hab vorher ein Kabel durchgetrennt. Prank des Jahrtausends. Das ist ein guter Prank. Karen und Dick Perry. Ja, ich find's schön. On Lake Winnipeg. Nee, ich dachte schon, wer kommt denn da jetzt? Class of 49. Oh, geil! Gib Gas, Rudi! Ja, das ist wirklich ein alter Shepard, ne? Ein alter Shepard. Wir hören auch nicht auf zu wackeln, ne? Also diese... Well, I don't like it. It's not enjoyable at all. Oh, was ist das denn für eine Flagge? Ist da so ein Fisch noch drauf? Ist das etwa eine Fischflagge? Oh, du meinst die Fischeinigten Staaten von Amerika? Nee, da ist so ein Dings drauf. Ja, also wir haben Datum, 6. Juni 2014 war das Ganze, also schon 9 Jahre her mittlerweile, ist schon eine ganze Menge. Und guck mal, hier kannst du mir mal die Krone abnehmen, einfach nur so als Symbolbild. Danke. Machst du mal den Anker raus? Ach so, raus? Eine schöne Bootfahrt, oder? Ja. Machst du den Anker raus? Ist doch für uns genau das Richtige. Mach den Anker bitte ab. Hm? Den Anker. Nee, ich will nur hier ein bisschen im Hafen hier sitzen. Ist doch nett. Okay. Ist doch schön. Was sieht man hier so? Ja. Du, danke, Marianne. Wir haben alles, ne? Danke dir. Du kannst gehen. Wir haben hier alles, was wir brauchen. Marianne, kannst du vielleicht den Anker oder wirklich? Nee, ich glaube, wir sitzen noch einfach nur hier. Ist alles in Ordnung? Brauchen wir noch was? Willst du eine Schwimmweste? Marianne, hast du eine Schwimmweste da? Wenn wir hier nur am Hafen bleiben, brauche ich eigentlich keine. Dann brauchen wir keine, Marianne. Dann haben wir alles. Was zu trinken dabei? Ich kann ja jederzeit ins Haus gehen, oder? Dann haben wir alles dabei. Danke, Marianne. Danke, ist nett von dir, Marianne. Vielen Dank. Marianne, kannst du bitte gehen? Ist nett. Marianne? Ich glaube, wir haben es jetzt. Danke. Marianne! Ich glaube, wir sind hier. Frag sie doch, ob sie mit will. Marianne. Ich will noch nie. Jetzt. Steig ein, Mensch! Steig ein! Steig ein! Okay, dann komme ich jetzt mit meiner Schätzung und sie. Zähl mal runter von 2 Millionen. 2 Millionen, 1 Million, 0 Millionen! Ah, der Typ hat mich! Ich bin bei. 1000. Nein, Quatsch. 1000 Aufrufe. 31. Nein. Es geht um Shepard Wars to Life. Ja, 1000 verstehe ich auch nicht nachher, nein, aber wer weiß, was da in mich gefahren ist. Sagst manchmal einfach Sachen, ne? Ja, klar, natürlich. 1000 zu 31. Mal gucken, wer hier baden geht. Ey, ich hab's wieder. Ich hab wieder mein Mojo zurück. Und du bist im Wasser. Du bist ins Wasser gefallen. 2023 fällt für dich ins Wasser. Piep, 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 piep. Ist das eine Mischung aus Duck and Chicken? Nee, es sind Duck und Chickens. Duck and Chicken. Duck and Chicken, Duck and Chicken, Duck and Chicken, Duck and Chicken, Duck and Chicken. Duck and Chicken. Oh! Was ist an Kreuzungen möglich? Ich habe auch gerade drüber nachgedacht. Bei Vögeln. Gäb's ein Duck Nugget? Weil wir alle lieben Chicken Nuggets, gibt's ein Duck Nugget. Duck Nugget, ja. Duck Nugget. Duck Nugget. Ich hätte gerne einen neuen Duck Nugget. Oder so ein Schwan Nugget. Ja. Oh. Schwan Nugget. Weil, also aus Hund, aus Wölfen haben wir ja nun wirklich die Scheiße rausgehört. Ja, Wolf Nuggets kriegst du mittlerweile an jeder Ecke, wirklich. Da kannst du dich ja kaum noch verretten. Aber Duck Nugget? Rausgezüchtet, aber. Ist das eine Band, Duck Nugget? Duck Nuggets. Ich finde Duck Nugget ist eine richtig ist gute Band. Ist schon cool, ja. Wie könnte ihr erster Song heißen? Duck and Chicken, 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 Nugget, 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 Duck and Chicken, 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 Nugget, 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 Duck and Chicken, Duck and Chicken. Ich bin bei. Schade, dass sie nicht erfolgreicher geworden sind. Ich glaube auch.
Duck Nugget. Da verpasst die Welt was. Nee, du musst anfangen. Und zwar in 3, in 2, in 1. Kann ich dir helfen? Suchst du was? Was suchst du denn? Was suchst du denn? Alles gut, brauchst du was? Alles gut. Okay, du wirkst gerade so, als würdest du was suchen. Nee, Quatsch. Wieso? Okay, nee, okay, ne, das ist gut. Ich finde diesen winzig kleinen Kanister wunderbar. Ich finde den wunderbar. Ich finde den einfach wunderbar, oder? Also, ja, ist wunderbar, ja. Der hat gesagt, den kleinen Kanister, echt schön, ja, den brauchen wir wirklich gar nicht. Mm-mm. Lass uns den mal aufschneiden und als Trog benutzen. Mm. Weil so bringt das nichts. Davor war Chlor drin und soll man das nicht noch einmal ausspülen? Ist doch für Dacken, Chicken. Ich sag 9 Klicks. Geh noch einmal so ein bisschen durch das wieder, bitte. 9 Klicks. Ja, im Grunde passiert nicht wahnsinnig viel. Jetzt noch, okay. Da hat man. Ach, guck mal, der wird ja sogar reingeworfen. Futtergabe. Und jetzt von rechts kommt er ran. Ah, er wird erst reingekippt. Okay, ist gleichzeitig eine Schaufel. Okay, ich verstehe. Okay. Und rein. Okay, geh mal nach hinten. Ganz nach hinten noch. Ich will wissen, wie es endet. Tja, nee. Aber was sind jetzt Ducks und was sind jetzt Chicken? Ach, da sind die, auf der anderen Seite, ne? Sind Chicken, das sind die Chicken. Oder was? Ja. Diesseits Ducks. Eigentlich ist es nur Duck. Ich sag, das hat 39 Klicks, warum auch immer. Aber ich glaube, dass sowohl Ducks als auch Chickens gut ankommen. Chickens. 1939. Die Mehrzahl von Chickens. Ich bin sehr gespannt, ob Lars hier schon vorbeiprescht. Chickens? Nee, die Mehrzahl von Chicken ist wahrscheinlich Chicken. Tu es. 3 Chickens? Gib mir die Zahl. Chicken. Gib mir die Zahl. Charles Chickens? Auf die ich lange warte. 0. Ich dachte 0 Klicks. Punkt noch. So, warum hat alles so viele Klicks? So, you have your 90-degree angle. Your chin's parallel to the floor. Your arms by your side. Birgit. And you work your 40 Minuten ist das Ganze lang. 44 Minuten Pilates. Oh ja. Birgit, fight. Auch im hohen Alter kann man noch Sport machen, Florentin will. Das will uns dieses Video zeigen. Merkwürdiges Zimmer, oder? Ist das so ein Abstellzimmer, trotzdem mit Teppich? Hobbyraum. Hobbyraum. Hobbyraum? Was ist denn da dein Hobbyraum? Hobbyraum. Da macht sie ihr Pilates. Wenn Gäste kommen, holen sie die Stühle hoch oder rüber. If you have your hand. Das ist ja Zoom-mäßig oder irgendwas, ne? So, dass der hier links unten das so steht. Vielleicht, wahrscheinlich kann man mit Zoom auch Sachen aufnehmen oder sowas in der Richtung, ne? Das kann doch nicht sein, Leute. Ich sag jetzt hier wieder 9 Klicks und am Ende hat es wieder 11.000. Jetzt warte, du musst gar nichts sagen, ich muss ja anfangen. Also ist es vielleicht so ein bisschen in der Corona-Zeit, wo dann alle Kursleiter und Leiterinnen entschieden haben, ihre Sachen auch online anzubieten und sie wirbt vielleicht mit einem Dreiviertelstunden-Video so auf, naja, obwohl das ist nicht so professionell, ne? Um nicht zu sagen, es ist sehr unprofessionell, finde ich, das ganze Video. Ich kann das nicht einschätzen. Vielleicht ist sie die beste Pilate. Ja, aber dann räum doch mal diese Stühle da hinten weg und. So ein bisschen australisch, oder? Nee, kommt nicht. Weiß nicht. Warte, ich brauch Klicks. Ich fange an. Bitte. Ja, dann bitte tu's aber auch. Dann tu's aber auch. Naja, Pilates Workout ist, glaube ich, schon ein Seller, sag ich mal, auf YouTube. Deswegen sind wir auch bei. Lass mich lügen. 333 Klicks. Ich sollte dich nicht immer lügen lassen. Ich lass dich immer lügen und am Ende habe ich das Gefühl. Wirklich das letzte Mal jetzt. Lass mich einmal lügen. 333. Es tut mir leid, ich muss meinem Herz folgen, egal wohin es will. Es zerrt mich, es reißt mich, es hat seinen eigenen Willen. Ich sag 40. Tut mir leid, ich sag 40, das hat doch nicht alles viel Klicks. Dein Herz ist ein richtiges Arschloch. Seit du an diesem langen Schnürsenkel gezogen hast, bist du ein anderer Mensch geworden. Du bist tough, du bist fit, du bist experimentierfreudig, du triffst die richtige Entscheidung, mir macht das ein bisschen Angst.
man braucht manchmal so eine Epiphanie im Leben. Du brauchst irgendwann mal so einen Moment, weißt du, bei vielen ist irgendwie klar, irgendwie Gott ist in mir erschienen, ich bin Jesus Christus oder so. Bei mir war es halt einfach dieser Schnürsenkel. Ja, wir sind jetzt das beste Team. Danke, mein Lieber. Wir beide, danke. Wir machen jetzt alles gemeinsam. Du hast mir wirklich ganz viel getan. Hör nicht mehr auf diesen Trottel, kurzer Schnürsenkel. Nein. Hey, Lars! Weg, geh weg, wir haben lange genug. Wir hatten doch so lange so viel Spaß. Geh weg, wir haben genug. Du darfst nicht auf den langen hören. Du hast mich jahrelang angelogen. Hey, hör ab. Mensch, hey, er ist jetzt mein Freund. Ja. Also, was, ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Ganz genau. Ja. Wir sind stehen geblieben, Kleiner. Und wir später nochmal? Ja. Soll ich nochmal an dir ziehen? Ja, später? Zieh nochmal an mir. Noch mal ein bisschen an mit dir ziehen? Kriegst du keinen Knoten, das garantiere ich dir. Das glaube ich dir mittlerweile sogar. 40 zu 333. Ich freue mich aufs Ergebnis. Oh! Hey. Da hat vielleicht jemand am falschen Schnürsenkel gezogen. Hast du mich belogen, du Schwein? Ey, hör nicht auf den. Vampire's Teeth GIMP 2.8.0. Was ist das denn für ein Programm? Achso, GIMP. GIMP, damit habe ich tatsächlich auch schon einiges gemacht in meinem Leben, so ist es nicht. Was denn, sag mal, was denn, sag mal. Die meisten Beitragsbilder von DESA Intime zum Beispiel. Ah, okay, wirklich? Dieser Endtime oder was? Das war genau dein Ding? Früher, ja. Aha. Selber gemacht. Ich habe mit GIMP meist einfach nur Vampirzähne gestaltet. Ist auch die beste Anwendungsmöglichkeit. Das kann GIMP wie kein zweiter. Mhm. Wurde auch ursprünglich dafür entwickelt. Wir haben rechts unten Datum. 2012. Warte mal ganz kurz. Kann man das Interface weggehen, bitte? Ja, 2012 steht da. Kriegen wir das Interface 3. Juni. Gar nicht weg? Warte mal, ich glaube, wenn man auf Play geht. 6.3. oder? 6. März. Nee. Mich interessiert die Jahreszahl. Ja, 2012. Ja, 3.6.2012. 15.44 Uhr, falls das auch noch irgendwie von der Bedeutung ist für dich. Das ist kein Timecode, da sind wir uns einig. Nee, das nicht, das nicht. Ja, was könnte es sein? Ich meine, es ist halt gar kein Ton, nichts. Das ist eher, glaube ich, so ein Skill-Video oder so. Es gab doch damals ganz früher dieses Video von dem einen, der dieses grüne Auto gemalt hat. Am Computer. Das war ein wahnsinnig erfolgreiches Video. Und das war, boah, das sieht so krass aus mit den Reflexionen in den Speichen und so. Bestimmt die Hälfte der Leute, die jetzt zuschauen, sagen, ja klar, Mann, Alter, das Video, wo jemand in der Timelapse dieses grüne Auto gemalt hat. Ja klar, Mann, Alter. Ich glaube, sowas Ähnliches wird es auch sein. Ansonsten... Ja, ich weiß nicht. Ich verstehe auch nicht, wo die Narbe soll dann an der Nase sein oder was? Dann wurde sie von einem anderen Vampir in die Nase gebissen oder was? Würde sich doch die Nase aussuchen als Vampir. Also manchmal, ich habe es manchmal das Gefühl, dass ich auch gerne mal in Nasen beißen würde. Das ist schon gut. Aber warum sollte man denn Vampirzähne machen? Ich meine, es gibt doch keine Vampire, oder? Das ist doch Quatsch. Ja, das ist wirklich albern. Ja, ja. Geh mal ans Ende, ich will mal das Ergebnis sehen. Moment, und da ist nochmal die Nasennarbe. Sag ich doch, die Nasennarbe. Die Nasennarbe. Wo ist das Ergebnis denn? Da hat schon... It's over. It's over. Ich freue mich drauf. It's over. Aber man hat ja nie das Ergebnis gesehen. Doch am Ende hast du noch. Ja, aber dann hat er sich doch noch gegen die Narbe entschieden, hat gemerkt, das ist eine dumme Idee oder was? Das ist ja doof. Also, liebe Leute und alle. Ich glaube, das ist die uncoolste Narbe, die man haben kann. So wie ich an der Nase entlang noch. Ja, da habe ich versucht, noch mal ein bisschen in die Luftballon aufzublasen. Aber dann habe ich ganz so viel Luft reingeblasen, dass bei mir die Luftflöre so durch die Nase rausgegangen ist. Und da ist mir in Luft, als würde ich mir so Nasenflügel aufgerissen. Dann aufgerissen, oder? Da ist mir die Nasenflügel aufgerissen. Und dann muss ich das nehmen, was einmal komplett sein. Deswegen habe ich die Narbe hier. Das ist ja eine coole Narbengeschichte. War immer meine Angst. Ja, war immer meine Angst. Immer, ich konnte als Kind nie einen Luftballon aufblasen, weil ich hatte immer Angst, was ist, wenn der zurückbläst? Wenn ich den so weit aufblase, dass der zurückbläst und dass ich dann. Warte, ich sag's euch, irgendwann wird zurückgeblasen. Das sagen die Luftballons schon lang. Und dann bist du der Luftballon. Luftballon schon lang. So, Florentin will Folgendes, sage ich dir: ins Ohr. Nee, einfach so ins Gesicht. Ich mag dich. Ich mag dich auch, Lars. Und ich bin hier in dem Fall bei 600 Klicks. Ui, da hast du aber viel Vertrauen in die Vampirzunft. Da habe ich weniger Vertrauen. Immer schon gehabt. Wir haben immer schon diesen einen Streitpunkt Vampire. Ich sage, ich traue ihnen einiges zu, du gar nichts. Die Vampirzahl 13. Ich sage 13, damit werde ich an dir vorbeiziehen. Du sagst, du hast dein Mojo, doch die Leute lieben meinen Flow, Joe.
Okay. 13 zu 600, ich bin bereit fürs Ergebnis. Ich bin bereit für die Wahrheit, zeig sie mir jetzt. 2879. Was war denn im Jahre 2012 los, Mann, dass die sich von sowas... Das Video ist 10 Jahre auf YouTube. Yes! Klopp, die Oma. Dop, 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 dop. Geil, ich liebe ja Pinata, das ist die beste... Und so ein Kind nach dem anderen umsäbelt einfach. Oder hier auf diesen Schäferhund. Ach, guck mal, dieses Video hat alle Elemente. Übereifrige Oma, die rumdreht, Typ mit verbundenen Augen und Hunde, die so durch die Gegend wuseln und die nicht checken, was gerade los ist. Der Typ da hinten, der auch noch lacht, der sich denkt, das gucke ich mir an. Aber was ich mir wünsche, ist, dass der Typ dann noch weggeht aus dem Bild irgendwann. Ja. Dass er merkt, oh, irgendwann er ist in der Kamera. Also ich sage... Oh, von oben kommt noch der Onkel. Ich sage, der Typ geht los, ein Hund ist ihm im Weg, er wird abgelenkt und haut Oma einmal direkt aufs Gesicht. Und dann verbeißt sich der Hund im Nacken. Moment, ist der Gag, dass es gar keine Pinata gibt, oder was? Doch, da ist eine, aber die wird immer hochgezogen. Ich habe nie so eine Pinata geschlagen. Ich würde das so gerne mal machen. Und ich würde es in meinem Leben nicht machen. Ich würde mich so gerne von der ganzen Gruppe Leute auslachen lassen. Du, dafür kannst du, das kannst du online auf jeden Fall bestellen, sowas. Ja, jetzt kommt der Hund. Jetzt hau ich. Hol ihn dir! Ah, so ein Schäferhund. Ah, die haben zu viel Angst. Die sind zu vernünftig. Da ist noch keiner betrunken genug, um das Ding wirklich. Aber sieht ihr nicht, dass der Onkel da oben ist und zieht? Also hat er das vorher nicht gesehen? Da kann so viel schief gehen mit den Händen gegen diese Säule. Oder? Oh, der hackt da alles zusammen. So. Ja! Hey! Und jetzt macht er den Dings weg und sieht, dass er einen Hund geköpft hat. Und er macht's nochmal. Lässt sie nochmal demütigen. Naja, gut. Ah, das ist schon gut. Nee, es ist nicht gut, finde ich. Wirklich nicht. Es ist Ben. Nee, ich verstehe auch nicht, was du daran wieder. Ben gegen die Pinata. Finde ich einfach nicht gut. Also, das ist. Obwohl, warte mal. Nee. Ich glaube, dieses Video hat lediglich 11 Klicks. Und jetzt sind wir. So, und jetzt fällst du nämlich mal in die Falle. Im unteren Bereich sind wir jetzt mal. Angelangt, im unteren Bereich. Na, es ist ein Familienvideo, die lachen sich kaputt, die Leute. Das ist ein Klassiker. Oma hat hier wahrscheinlich irgendwie das Ganze mal weitergeleitet auf Facebook. Ich glaube, wir sind hier bei 118 Klicks. Ach, dieses Drehen auch vorhin. Ja, schon, ich sag's dir jetzt nur wirklich einmal nochmal in aller Freundschaft. Bitte dreh mich nie. Ja? Okay. Dreh mich nicht. Okay. Okay? Gut. Florentin sagt 118, ich sag 11. Das heißt, ein Unterschied von einigen Zahlen. Und nun lösen wir auf, wer hier näher dran ist. Wahrscheinlich muss die Regie gerade nochmal den Rechenapparat anwerfen. Ich habe so Bock, mir heute so ein Compilation-Video anzuschauen, Pinata-Fails. Ja? Ich will wissen, wie der Typ so wirklich das Fenster kaputt schlägt oder irgendwas spürt und dann da so richtig draufhämmert. Oder immer so, und immer wieder, ne? Immer und immer wieder. Habe ich richtig Lust drauf. 11 zu 18, nur einer kann gewinnen. 33! Vor 11 Jahren habe ich doch gesagt, wir haben doch schätzen sollen, wie lange es hochgeladen wurde, oder? Oh, guck mal, wie YouTube auch immer mehr so ein Archiv wird einfach von der Menschheit. Vor 11 Jahren, irgendwann steht da halt drauf, vor 45 Jahren. Das ist ein Undercover-Video. Das ist bestimmt wieder so ein Ding, wo am Ende auf, jetzt drücke ich mal auf Compile oder so und dann kommt raus irgendwie die Formel, um Lars-Erik Paulsens Gravitation auszurechnen oder sowas. Kann alles sein, ja. Yes. Gnu-Plot. Achso, und jetzt noch falsche Sprache und so weiter. Was ist das? Ogladanie, guck mal, dieses A, was ist das denn? Naja, weiß ich nicht. Das A ist... Ja, gut. Das heißt, also es ist nicht von Thomas Williams und Colin Kelly. Nein. F von X gleich X. F von X gleich X Quadrat. Oh Gott, Kurvendiskussion. Wir waren uns doch einig, dass es da nichts zu diskutieren gibt, oder? Eine Kurve ist eine Kurve. Ja. Ich mag ja lieber Kurvenmeinungen. Also wo du einfach sagst so,
Nee, gefällt mir nicht. Ich mag große Kurven oder was. Das ist deine Kurvenmeinung. Ja, nee. Also, du hast gesagt, das Undercover-Video möchtest du auch anfangen dann, weil du wirst ja dann wahrscheinlich irgendeine Trottelschätzung machen. Dann sind wir bei der guten alten 10 angekommen. Höher, höher, 10 Klicks, niedriger, nö, 10 Klicks. Niedriger, weiter 10 runter. Klicks. Runter, hoch, hoch. Ich glaube, da hat irgendjemand einfach dieses Programm entdeckt, dieses Plotten, wo man sich so Funktionen darstellen kann und hat da ein bisschen rumprobiert, fand es witzig und hat es hochgestellt. Aber es interessiert niemanden. Weil wenn du dich lang genug mit diesen Formeln beschäftigst, dann siehst du das und du hast es im Kopf. Das musst du nicht irgendwie darstellen oder okay. So. Das ist einfach. Ist okay, dass du das einfach anfängst, dass es auch Sinn ergibt, dieses Video. Für mich ist es Math versus GNU Plot. Ne? Also durchaus für viele Leute spannend. Ich bin bei 98 Klicks. 1998, Copyright, da kam die zweite Version raus von GNU Plot. 1986 bis 1993. Ich glaube, bei dir könnte man das so machen wie bei Usual Suspects, dass wenn man sich alle deine Schätzungen nochmal anguckt, sieht man, dass die irgendwo im Video stehen oder so, dass irgendwo die Zahl genau im Video steht. Dass du die ganze Zeit, du warst es von Anfang an und du hast alles nur improvisiert um dich herum. Bin sehr gespannt, ob Paul sie hier auch mal einen Punkt bekommt. 98, 10. Der Verlierer wird nach Hause gehen. Tut. Lösung. Gib mir doch. Ja! Oh. Ich bin bockstark, bockgut. FX ist gleich hoch. Das stimmt wirklich. Meine Funktion geht gegen unendlich Punkte nach oben. Limes. Ich glaube, dass viele Mathematiker gerade da sitzen. Fuck, der hat recht. FX ist wirklich hoch. Ja. Du hast das komplette, alle Probleme der Welt gelöst. Aber jetzt sind wir genau da, wo ich hin will. Unter Wasser. Tauch rein, spring rein. Ich bin der Tauchexperte, weißt du, was man beim Tauchen. Früher hat man immer gesagt, weißt du, was du unbedingt als Taucher mal sehen willst, ist ganz selten, Walhai. Das war so der Traum von Walhai, Moment mal. Walhai. Wal oder Hai? Oder beides? Walhai, beides. Ja, es ist ein Fisch. Ich habe gehört, die ernähren sich primär von Timecall! Stimmt, das seht ihr gar nicht. Ihr seht das gar nicht. Und dann haben wir einen Timecode. Ja, dann mache ich vielleicht doch nicht weiter mit meiner Geschichte. Du hast doch so viele Geschichten vom Tauchen zu erzählen. Naja, aber ich wollte ja gerade was machen, was jetzt natürlich dann wieder ein ganz anderes ist. Quatsch, du das machst, wie du möchtest. Aber. Ist das ein schwimmendes Schiff oder also früher war Walhai auf jeden Fall das Seltenste. Heute gibt es eine ganz andere Sache, die Leute gerne sehen wollen. Der heilige Gral eines jeden Tauchers quasi. Ja. Der heilige Gral. Wer tauchen geht, muss unbedingt einmal im Leben einen Hering gesehen haben. Wirklich? Ja. Ganz normal einen Hering, oder? Hering, ja. Super selten. Das ist so besonders. So tief im Wasser, oder wie? Ja, ja, weil die sind halt. Also die sind halt einfach Süßwasserfische. Und deswegen findest du die im Meer halt nicht. Ne? Und da wartest du wirklich lange drauf. Ich habe gehört von Haien, so ganz kleine Haie, Cookie-Cutter-Haie, so, ich dachte, die leben ganz tief. David. Und die, weißt du, was die machen? Die haben so wenig zu essen, dass sie manchmal ihre Zähne essen. Wer jetzt? Cookie-Cutter-Haie. Manchmal sagen die, boah, jetzt hätte ich aber Lust auf so ein kleines Freo-Küsschen. Aber die sind so tief unter Wasser, dass es da nichts gibt. Also müssen die manchmal ihre Zähne essen, um ihren Kalziumhaushalt wieder auf Vordermann zu bringen. Und die Zähne wachsen danach. Da sage ich, sag mal, wie dumm kann man denn eigentlich sein, du Trottel? Also hol dir doch was Vernünftiges zu essen. Vollidiot. Du isst doch nicht deine eigenen Zähne, du Lachs. Das ist ja nun mal kein Lachs. Ja, aber das ist ein Schimpfwort für Fische. Aber gib's mal zu. Gib's mal zu jetzt bitte einmal kurz. Du warst schon auch mal kurz davor, deine Zähne zu essen, oder? Als du was zu knabbern wolltest. Das stimmt schon. Sie sehen schon mal einfach sehr schmackhaft aus, das stimmt schon. Und die kannst du auch furchtbare Vorstellung. Okay, wer arbeitet da unter Wasser? Ich habe noch nicht hundertprozentig erkannt, ist das eine Schiffsschraube, ne? Lass mal ein bisschen laufen oder geh mal wieder. Ich hab schon überlegt, ich glaube, es ist ein Wrack, oder? Aber 2020, ne? So lange ist das noch nicht her. Was ist denn das? Ja, es scheint ein Wrack zu sein. Oder halt einfach ein Schiff von unten. Man kann es nicht erkennen, weil es halt einfach der gleiche Kameramann wie vorhin bei dem Boot war. Stimmt. Der hatte auch ein Schiff schon gefilmt. Das ist einfach der größte Bootsfanatiker der Welt.
Ja, nee, doch, guck mal, das ist doch unter Wasser. Er trinkt. Ja, klar, es ist unter Wasser, aber eine Schiffsschraube ist in der Regel auch unter Wasser, wenn es einfach an einem normalen Schiff ist. Nein, das wird schon ja, ein Wrack sein. Aber das ist doch viel zu gefährlich, wenn der plötzlich jetzt die Schraube startet, dann sind alle tot, oder was? Ja, man könnte ja vorher kurz sagen, sorry, ich tauche hier schnell, ne? Starte mal nicht die Schraube. Ja, guck mal, wie die da reinschwimmen. Ja, das ist schon das machst Wrack. Du doch nicht bei dem funktionsfähigen Schiff. Nee. Ja, also, sei denn, sorry, aber bei Tauchersicherheit, da hatte ich von dir eigentlich mehr erwartet. Es gibt auch, also wir Taucher müssen halt auch ab und zu was reparieren, ne? Vielleicht ist ja was da, steckt ja da was fest. Ach so. In der Schiffsschraube. Ihr Taucher. Ja, wir Taucherreparateure. Hast du schon mal was repariert? Da warst du schon mal was repariert, ja klar. Was hast du repariert? So ein kleines Korallenriff. Und da war was kaputt, oder? Wie, da war irgendwie, ja, da Heizung war kaputt und dann hat irgendwie Frau Koralle, ja, also Herr Paulsen, gut, dass Sie da sind, können Sie mal gucken, bei uns der Boiler, das ist schon seit Monaten ein Problem, wir hören da immer so ein Klopfen nachts. Das gibt's da nicht. Können Sie sich da nicht mal drum kümmern? Wir können auch nicht reden, nee, das war halt einfach ein Stück von der Koralle, war halt dann defekt. Und hast du dich drum alles repariert? Ich bin drum gekümmert, ja klar, ich wurde angerufen, dann bin ich hingefahren und hab das halt repariert. Ach danke Mensch, du bist ein Wohltäter. Du bist ein Wohltäter. Aber spannend, das sind durchaus zwei Pünktchen auf der Koralle. Verkannte. Auf der Kimme gerade. Gut, dann sage ich. Aua, vorsichtig. Oh, das hat wehgetan, ne? Eingezwickt. Oh, schade, Mensch. Oh, Mensch, wenn das Absicht gewesen ist, dann möchte ich auch nicht mehr mit mir befreundet sein. Aber du hast ja den langen Schnürsenkel gerade schon wieder bei dir. Der kümmert sich. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Hey, du hast ich habe das Gefühl, der lange Schnürsenkel bringt dich auf eine ganz, ganz miese Fährte. Ich will nicht, dass du nochmal vom Weg abkommst, mein Lieber. Wenn du dem zu lange folgst, wenn also, du an dem ziehst, wer weiß, was da kommt. Sorry, für den langen Schnürsenkel komme ich jederzeit vom Weg ab. Ja, das ist der kurze, das ist ein kleiner Bastard. Ja, hey, wir gehen jetzt zusammen. Alles wir sind jetzt zusammen. Und wer spielt da wieder? Wir sind jetzt zusammen. Viel zu lange habe ich auf dich gewartet. Kleine Maus. Jetzt haben wir alle Zeit der Kleine Welt, wir beiden. Ich zieh später an dir, ja? Zieh doch mal schön zieh an mir. Bisschen später. Ich bin schon mal richtig. Ich muss nur kurz noch weiterarbeiten, ja? Und weil ich die ganze Zeit über dem Boden später. Gezogen werde. Bis später. Ich finde es schön, dass ihr euch wohlfühlt. Es ist auch immer schön, so eine junge Liebe zu sehen, aber muss es in der Sendung sein? Ich wusste Weil du hast, wir haben eigentlich gesagt, Privatsphäre endet an der Studiotür und dass du jetzt irgendwie deine neuen Liebschaften oder so. Ich finde es unangenehm. Schon mal was von Work-Life. Rocket Beans hat jetzt als Arbeitgeber neu eingeführt, dass Liebschaften öffentlich vollzogen werden können. Okay, könnte ich jetzt auch einfach meine privaten Kumpels hier in die Sendung holen, oder? Na klar, ja, okay, gut, dann mache ich das halt. Ja, habe ich auch schon gemacht. Ja, zum Beispiel der Frankenweiler ist ein guter privater Freund für mir. Oh, jo, servus. Oh, ja, freut mich, dass ich jetzt auch mal ein bisschen privat unterwegs sein kann. Normalerweise bin ich ja immer beruflich unterwegs, ne, professionell, aber privat bin ich auch ganz gern unterwegs, nicht? Also, steht dir das blau, muss man sagen, Frankenweiler. Ja, dankeschön, ich bin jetzt auf der Suche nach einer neuen Frisur, ne? Also habe ich mal umgeguckt hier bei den verschiedenen Friseuren hier und das ist ja eigentlich ganz nett. Also ich habe das Gefühl, der 23-Waller, der braucht da mal so ein bisschen einen neuen Anstrich, ne? Also ich fühle mich jetzt auch nicht mehr so ganz jung. Da habe ich mir auch mal überlegt, ob es so ein blaues oder rotes eigentlich noch ist, was ich noch sagen wollte. Also Lars, das mit den Heringen, da hast du dich ja ein bisschen getäuscht. Ja, erzähl mal, ich wusste es nicht mehr so genau. Nein, da wollte ich jetzt nicht direkt eingreifen, aber da sagst du, dass du unter Wasser die Heringe suchst. Mit Heringe, die gibt's wie Fische im Meer, sag ich immer. Also was richtig selten ist unter Wasser. Und da kann ich auch sagen, das habe ich nur einmal gesehen. Nee, da war ich unterwegs, bin da geschwommen, war ich da ganz kleine Kaulquappe, da ein bisschen am Ufer unterwegs. Und dann habe ich einen gesehen. Der Kölner jetzt. Da habe ich schon Ufer unterwegs gewesen. Da kann ich mal. Ja, was hast du da gesehen? Also wir haben dann einen ganz interessanten. Scheiße, jetzt immer einen Schlaganfall. Tok, 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 tok. Jetzt geht's wieder. Ja, und dann, was hast du dann gesehen? Naja, also da war ich ja wenig unterwegs und dann habe ich es gesehen. Da dachte ich mir, was ist denn das? Da stinkt da im CM Schilf da drin. Oder so, dann bin ich da mal reingegangen und dachte mir, das kann es ja wohl nicht sein. Was war da drin? Da war eine Fischkarte drin! Oh no, he didn't! Da hab ich mich richtig gefreut. Auch noch vom Frankenweiler gezückt, oder was? So, schön, dass du da bist, Kollege. Wie ist es denn privat? seit dem Bubby-Fame? Ist, okay. Ist, okay. Ist okay. In Ordnung, ist okay. Oder was? Lass uns mal privat. Nein, ich wollte schon noch was sagen. Es ist privat. Ja, lass weißt uns mal privat. Nee, lass uns mal. Ich werde dafür einfach da. Privat lass und beruflich zu trennen. Ha? Jeder kann jetzt hier alle seine Freunde weißt hier du, einladen. Du hast dich oder so. Ins Musikvideo das ist ja kein eingekauft. Und jetzt heimst du den ganzen Fame ein, oder was? Frankenweiler, hä? Nun los, sag's doch mal in die Kamera. Wir haben gesagt, wir wollten ihn als Feature und wir haben ihn bekommen. Ja, aber Waller, es soll jetzt nicht alles hier ein. Waller, jetzt sagt er mal in die Kamera, wer den Text geschrieben hat. Also speziell deinen Waller. Jetzt ist gut. Ne? Jetzt ist gut. Na, sag's doch mal.
Ich brauche ein paar Pünktchen, verdammt nochmal! Ja, die holst du dir ja gerade geiertechnisch auf bestem Weg. Ach, ich höre nicht auf dich. Du bist nur so ein Geblubber. Hat auch nichts mit Geiern zu tun, möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Finde ich wirklich, aber es hat halt was mit Schäbigkeit zu tun. Die beweist du in dem Moment. Der Titel: Hey B, Work C 1. Ja. Was soll das heißen? Ja, 2020, da gab es heißere Witz, die man sich hätte reinklicken können als das. Das ist Quatsch, die Framerate ist schlecht. Hier am Ende, Framerate is good. Oh doch, das ist ein Schiff über Wasser. Oder das wird rausgeholt. Das ist ein Schiff über Wasser. Also, nee, das wird rausgezogen. So ein Schiff, wie willst du das rausziehen? What? Nee, guck mal. Mit dem Finger? Das ist über Wasser. Ja, siehste. Ich sage, wir haben hier, das könnte natürlich jetzt so ein Riesenthema sein. Unter Taucher. Ich sage 91. Mensch, ich brauche so dringend Punkte, Leute. Ich brauche so dringend Punkte. Man merkt's, wie verzweifelt du bist. Also 91 glaube ich nicht persönlich. Ich glaube, das ist nicht die richtige Schätzung. Ich glaube nicht, dass du exakt getroffen hast. Hat das jetzt viel mehr? Nein. Titel ist nicht gut, Inhalt ist nicht gut. Hat das jetzt viel weniger? Tja, ja. Wahrscheinlich, aber wie viel weniger? Ich sehe eine 2, das ist 22, bitteschön. 22. Zwei Punkte für Pesel. Es stehen vier insgesamt für mich. 6. Das könnte für mich vier Punkte auf der Vorderstand sein. Auf dem Spiel. Ich ziehe vorbei. 91 zu. Nein! Ja! Fuck, immer diese Lars-Nummer immer. Gottverdammter Loser. Warum ist es immer Lars? Dummer Frankenwaller Versager. Warum ist es immer Lars? Weil er es drauf hat. Verstehst du es nicht? Seri-Wan, Kenobi. Also schon ein ganz vorzügliches Video. Das ist wirklich schön. Es ist wirklich quasi ein Urlaub in Videoformat. Also man kriegt richtig Bock auf die Region, oder? Welche Region? An Bali? Kaukasus. Wann kann es? Türkei. Die Türkei. Aber man kann es nicht ganz erkennen. Ja. Also es könnte auch Bottrop sein. Es können auch die Alpen sein, weil das Videomaterial ist halt jetzt nicht das Allerbeste. Weißt du was, ich glaube, es war in den 90ern mal, lief das in einem Friseursalon oder in einem Reisebüro. Lief das auf so einem kleinen Fernseher die ganze Zeit. Van Gölü. Finde ich nicht schlecht. Ist der Bruder, der türkische, uneheliche Bruder von Van Gogh, ist Van Gölü. Van Gölü? Tatsächlich, ja, Van Gölü. Was ist das für ein Tier? Der hat sich später. Hä? Ach so, der hat sich später die Nase abgeschnitten. Van Gölü hat sich die Nase abgeschnitten. Da hat er dann hier so eine Narbe auf der Nase die ganze Zeit, bevor er Vampir wurde. Ja. An Barley.net. Titel ist Serivan Dr. Evleri. Also, dieses Video ist schon ein wenig verwirrend, ne? Ich ganz kurz auf die Qualität, ob es da auch eine 4K-Version gibt. Also übrigens, weißt du, was ich total unfair finde? Dass wir hier beklaut wurden. Ich sag das nur ungern, aber ich hab das doch vorhin. Willst du mich für dumm verkaufen oder was? Ja, wir packen die Sachen hier mal rauf. Ihr willst mich komplett verarschen wie so ein Depp-Dummer? Leute, ich brauch Punkte. Ich kann mich jetzt nicht auf deinen Nonsens hier konzentrieren, bitte. Ich brauch Punkte. Nee, ich lass dich doch von dir nicht vergöbeln oder was? Hä? Ich lass mich doch nicht von dir völlig verblödeln. 6 Punkte brauch ich. Ja gut, wir haben die Karten nicht, sorry. Ah, ich hab hier noch eine gefunden. Ich glaube, dass das Undercover-Video sei. Ist. Ja. weil. Wie viele Zahlen kann ich auf Türkisch? Ich kann nur. Go, Birgit, ich kann nur 3. Çok teşekkürler. Dann sage ich Üç-Klicks. Üç. Dumm einfach. Die dümmste fucking Schätzung der Welt. Selbst wenn ich treffe, bin ich vorne. Aber ich glaube an die Kraft der Üç.
Alle guten, sage, man sagt doch, alle guten Dinge sind ütsch. Ich sage 39. Also 39, wie jeder weiß. 39 Klicks, sag ich. Und jetzt geht die Kamera ganz nah auf mich, um die Reaktion einzufangen, wie ich wohl reagiere, ja, wenn ich endlich mal wieder genau treffe. Close enough. Gut. Vielen Dank dafür. Ich habe aber natürlich wieder einen war aber auf jeden Fall nicht das Undercover-Video, würde ich sagen. Coordinator Emily Jovesky tells Ryersonian TV about the Scope's new studio. So we've been really busy. Also, I don't want to hear it. Our new space for volunteers. And basically, we have a live performance space that we're going to be setting up, as well as obviously a broadcasting studio. And we're okay, really just excited to have also volunteer, aber wofür? The kinds of programming that we shut down in 2009. Du hast ja schon gezückt, ne? FM dial, but the Scope has other plans. Hast du im Studenten im Campusradio mitgemacht, München? Nee. Gar nicht. Ich war am Start. Campusradio. Heidelberg, Mannheim. Ja? Ja, ja. Gibt's da noch Sendungen? Im Archiv vielleicht irgendwie? Moment mal, das heißt, wo in welcher Uni? Vielleicht will ich doch nicht so viel verraten. Ich habe letztes Mal wieder meinen ersten Beitrag. Was war das denn? Ja, fürs Campusradio war das, glaube ich. Da habe ich mit Beardy Man, das ist ein Beatboxer und so. Nee, nicht nur Beatboxer. Es zieht sich durch deine Karriere ein. Ich glaube, die meisten Beatboxer der Welt schon interviewt. Beatbox-Journalist Deutschland. nee, das ist nicht nur Beatboxer. Der macht so gute Musik und so mit diesen Bass-Machines. Wie, Felix, wie heißt es, wenn man dann die eine aufnimmt? Drücker, Aufdrücker. Drücker, so. Genau. Den habe ich interviewt und da habe ich so richtig auch eingesprochen und so ein richtig schlecht so Radio. Ach komm, bring ihn doch mal mit. Ich bring den Wir machen die Last Pausen Radiostunde. Okay, du noch mal Weltklasse Radio. Bring die mal mit. Ich bring mal den Beardy Man Beitrag. Bring ich mal mit. Da hat er mir hinterher hat er mir oder nee vorher hat er noch gefragt, ob wir eine buffen gehen wollen. Ein Kiffen gehen wollen. Und da hast du aber schon gemerkt, das war nicht meine Ganja-Last-Phase. Hast du mir schon gemerkt, dass Journalismus der richtige Weg ist für dich. Ich habe gesagt, nein, danke. Und dann saß ich da mit meinem Hemd hinten bei ihm, er hat sich reingekifft im Backstage. Und du wartest. Wie fühlt es sich an, jetzt hier aufzutreten? Und wo sehen Sie sich in 5 Jahren mit Ihrer Musik? Keine Ahnung. So if someone comes to us and says, I want to do a show about food or I want to do a show about, you know, politics. I want a show about, do a show about. Ryerson has not had a radio station since CKLM. Na komm, du hast bestimmt auch so alten Crap, den du zeigen könntest, oder? Ja, ich habe damals halt Podcast gemacht. Ja, aber das war ja damals schon cool und ironisch und warst schon immer der coolste, warst für ein geiler Typ und geht so weiter. Geht so. Leute, ich brauche Punkte, ich sag's, wie es ist. Bitte, Leute, falls ihr ein paar Punkte zu Hause rumliegen habt, jetzt ist an der Zeit, dass ich eure Hilfe brauche. 199 Klicks. Ich weiß, es ist gerade eine harte Zeit. Ich glaube, wir brauchen alle gerade unsere Punkte, so dringend wie nie. Aber falls ihr wirklich noch ein paar Punkte übrig habt, dann bitte schickt sie an mich. Florentin Will, mein Name ist will.de. Schickt mir eure Punkte, ich brauche sie jetzt ganz, 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 ganz dringend, um Lars-Erik Paulsen zu besiegen. Denn Lars-Erik Paulsen darf nicht gewinnen, ich muss gewinnen. Und deswegen, meine Bitte nochmal, ich brauche eure Punkte. Und hier haben wir es natürlich mit einem Beitrag zu tun, den Leute gesehen haben. Auf es ist deine letzte abgenommen. Chance. Deine letzte Chance für Punkte. Es ist das letzte Video, das wir heute spielen werden. Das ist so ein klassischer 1-2-4-Klicker. 124. Du kannst nur noch gewinnen, wenn dieses Video auch wirklich 124 Klicks hat. Übrigens sehr nah an meiner Schätzung, aber das kennen wir ja von dir, sind wir gewohnt heute. Nun müssen wir nur noch auflösen. Bitte, bitte, und dann bitte. Wissen wir, wer diese Folge bitte, gewonnen bitte, hat. Bitte, bitte, bitte. Bitteschön. Oh, oh, komm schon! Oh. Oh. Nicht dieser... Nicht dieser verdammte... Oh, oh, er verwandelt sich. Er verwandelt sich wieder... Er verwandelt sich wieder in die Kröte Mammut. Die was? Die Kröte Mammut. Die heißt... Ja, hey Mammut. Ich bin die Kröte. Oh nee, nicht die Kröte Mammut. Ich hab verloren. Ich hasse die Kröte Mammut. Das war die Kröte Mammut, liebe Leute. Jetzt wollen wir natürlich noch wissen, hat Florentin Will doch noch mal einen Sonderpunkt ergattern können? Du hast ja gesagt, dass mathematische Influencer, nee, nicht in der Informatik-Video sei das Richtige gewesen, das Undercover-Video gewesen. Ich habe gesagt, ja, ich weiß es schon nicht mehr.
Bei was habe ich gesagt? Du hast es bei dem Pinata, Piletto, bei dem Türkei. Wir schauen mal rein, ist es die Türkei oder doch die Mathematik? Bitteschön. Ja! Ich wusste es! Die Kraft der Mathematik! Mathe! Ja, Mathe! 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 Ich liebe Mathe! Wir alle lieben Mathe! Tja, da gab es doch nochmal ein schönes Pünktchen für mich obendrauf. Das freut mich doch, Leute. Vielen, vielen Dank heute damit an! Danke an Emilian. Danke an Emilian. Vielen, vielen Dank. Emilian oder Emilian? Du weißt es natürlich Emilian. Am besten. Auch Musik ist nur Mathe. Deswegen hier von mir noch ein kleines Abschiedslied zur heutigen Folge. Nee, das ist irgendwie... Nee, genau. Irgendwie ist das falsch. Ist das ich hab's ja extra gestimmt. Ist eine andere Tonart? Ich hab die gestimmt vor der Sendung noch. Sorry, Entschuldigung. Irgendwie... Ja, wir schauen auf den Punktestand. Hör auf, bitte! Dann auf den Punktestand. Oh, da musst du wirklich aufpassen. Da gucken wir mal ganz kurz auf den Punktestand. Und wie? Ajo, gucken wir mal. Ach, 8 zu 3. Das ist ja sauber. 8 zu 3. Was hieß denn das? Was hieß denn das? Ja. Was willst du jetzt da? Gut gemacht. Und wie geht's dir? Oh. Gut gemacht. Hey, jetzt hör auf mit dem Schnürsenkel. Du hast alles richtig gemacht. Das ist mein Schnürsenkel. Ah, nee, will aber auch mal. Das sieht aus wie ein Wurm. Nee, jetzt lass mal. Lass mal gut sein. Du hast alles richtig. Hey, halt mir den Fisch vom Hals. Halt mir den Fisch vom Hals. Oh, das ist aber lecker. Der ist aber lecker. Hey, Scheiße, geht's noch? Geht's noch? Geht's noch? Ey, das ist doch so eine geht's Scheiße, noch? Mann, ey. Geht's noch? Geht's noch? Geht's noch? Geht's noch? Lass ein Like da, ich hab gewonnen und gewonnen. Gewonnen heißt gewonnen und nicht zerronnen. Hashtag verflixte Klicks. Wer macht das denn noch, Leute? Seid ihr bescheuert? Lasst ein Like da. Bis dann, ciao. Komm, Schnürsenkel, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Ich zieh jetzt. Ich zieh jetzt. Hey, nein, hör auf. Verflixte Klicks, verflixte Klicks, verflixte Klicks mit Lars.